Übernimm Verantwortung für dein Leben. Steh für all deine Taten und all deine Gedanken gerade. Natürlich, in unserem Leben gab es viele Stärken, aber auch viele Schwächen. Also wir haben viele Dinge gemacht, die toll waren. Ja klar, dafür übernehmen wir gerne Verantwortung. Hey, ich habe das gemacht. Klar, Erfolg hat viele Väter. Aber wir haben natürlich auch ganz viel doofe Sachen gemacht. Wir haben auch Scheiß gebaut. Und wir kennen das. Viele Menschen fangen dann an zu sagen, nee, 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 mit mir hat das nichts zu tun. Das ist seine Schuld, das habe ich nur gemacht, weil. Das hat einen großen Nachteil. Einmal ist das nicht gerade sehr förderlich, ein superschönes soziales Umfeld zu bauen. Und gleichzeitig sagen wir, dass wir nur für einen Teil unseres Lebens verantwortlich sind und für einen anderen Teil in unserem Leben sind wir nicht verantwortlich. Das fühlt sich eigentlich nicht wirklich gut an, weil wir die Verantwortung für einen Teil unseres Lebens in andere Hände geben. Also jemand anderer hat Verantwortung für unser eigenes Leben. Auf diese Weise haben wir unser Leben nicht wirklich selber im Griff. Und das ist natürlich nicht sehr angenehm. Wenn wir dagegen Verantwortung übernehmen für alles, was wir tun, ob es toll war oder nicht toll war. Und was nicht so toll war, können wir auch mit Humor anerkennen. Ja klar, oh mein Gott, sowas Doofes habe ich gemacht. Und wir wissen ja, wir mögen Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen. Wir finden sie toll, wir bewundern sie. Die haben Kraft und Würde. Verantwortungsvolle Menschen, auch gerade für sich selber, boah, sind ein Geschenk für jeden. Wenn wir Verantwortung für alles übernehmen, dann sind wir jemanden, die man gerne mag. Und ganz oft kommen Menschen zu mir und sagen, ja Pierre, du, sag mal, ich bin in einer Partnerschaft, die läuft ganz, ganz, ganz mies. Und was mache ich denn da? Und dann frage ich natürlich, okay, was hat denn das bitte schön mit dir zu tun? Also, was hat diese Partnerschaft mit dir zu tun? Und dann sagt man, nö, ich habe gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ich da soll. Doch, das weißt du, denn es gab ganz viele Neins, die du vielleicht nicht gesagt hast. Und es gab ganz viele Ja's, die dich zu dieser Situation geführt haben, in der du jetzt gerade steckst. Also, warum gab es diese Neins nicht und warum gab es diese Ja's? Da gab es also Entscheidungen. Und wenn wir uns diese Entscheidungen anschauen, denn dafür bist du ja du verantwortlich, du hast dich ja so entschieden, dann werden wir feststellen, da gibt es Gründe, da gibt es Überzeugungen, da gibt es Meinungen, da gibt es Ängste oder Sehnsüchte, die dahin geführt haben, zu dem Punkt, wo wir heute sind. Und das bedeutet, da, wo wir gerade sind, egal wo, all das hat nur etwas mit uns selber zu tun, sonst wären wir ja nicht da, sondern woanders. Wir hätten ja einen anderen Weg eingeschlagen. Also, wir übernehmen Verantwortung für alles, was wir erleben, denn erst dann können wir tatsächlich die Dinge ändern, wir können sie transformieren. Wir werden vielleicht feststellen, dass wir eine Situation haben, die wir schon kennen, die wir vielleicht schon mal vor 7 Jahren, vor 14 Jahren erlebt haben. Ganz ähnliche Themen, ganz ähnliche energetische Themenkreise und vielleicht sogar in unserer Kindheit schon entstanden sind. Und erst dann, wenn wir entdecken, oh, deswegen bin ich hier, ich wiederhole gerade wieder irgendein Erlebnis, das ich schon mal hatte, erst dann können wir unser Leben verändern und transformieren. Alleine dadurch, dass wir Verantwortung für all unsere Taten und Gedanken übernehmen. Gleichzeitig, wenn wir unser Wort halten, sind wir natürlich auch ein sehr verlässlicher Partner für alle anderen. Man umgibt sich gerne mit uns. Das bedeutet aber auch, halte dein Wort. Also nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir treffen uns um 9 Uhr, dann ist das eine klare Vereinbarung, die wir einhalten wollen. Dann kommen wir nicht um 10 nach 9 und auch nicht um 20 nach 9. Denn nur weil wir mit unserer Zeit vielleicht nicht umgehen können, heißt das nicht, dass wir auf Kosten anderer leben müssen, die mit ihrer Zeit sehr gut umgehen können. Wenn wir aber beginnen, Wort zu halten, unsere Entscheidungen tatsächlich einhalten, werden wir verlässlich. Und Menschen lieben verlässliche Menschen. Das heißt, wir werden ganz oft und ganz schnell von ganz vielen Menschen umgeben sein, die sich gerne mit uns abgeben und die wissen, wow, auf den kann man sich verlassen. Auch im Beruf genau das Gleiche. Wenn wir ein beruflicher Partner sind, der alles einhält, ob es uns anschließend gefällt oder nicht, oder ob wir vielleicht lieber anders entschieden hätten, nein, ich stehe zu meinem Wort, wirst du sehen, dass plötzlich alle anderen auch
zu ihrem Wort stehen und du wirst einen wunderbaren Aufbau deines beruflichen Umfeldes haben. Also, übernimm Verantwortung für alles, was du tust, für alles, was du getan hast. Denn erst wenn du Verantwortung übernimmst, kannst du auch dein Leben transformieren und ändern. Du hast dein Leben voll und ganz alleine du im Griff. Und gleichzeitig geben Menschen sich unglaublich gerne mit dir ab, weil du ein verlässlicher und wundervoller Partner bist. Und du wirst sehen, das Leben wird leicht und glücklicher.